Wie ihr schon gehört habt, hat mein Mann auch sich was bestellt. Sparen ist gut und außerdem ist sowieso alles... Way, schaut mal, sie hängt schon fast. Wenn hier alle zu Hause sind, dann ist es chaotisch. Ihr könnt euch freuen auf die Wochen, auf den Lockdown. Danke, mein Schatz. Ich sperre mich. Hey, Schatz, geh mal... Gehst du bitte aus der Kamera? Merkt ihr das? Oh. Hallo ihr Lieben, ich beginne mal wieder einen neuen Vlog und zwar haben wir heute Sonntag, wir haben kinderfrei gestern gehabt, naja und heute auch noch, wir müssen die Kinder eher später um 2 holen, bei meiner Mama haben die übernachtet, die haben vielleicht das letzte Mal bevor Lockdown bei uns ist und bei euch auch, mal schauen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt 20 nach 10 und wir haben eigentlich jede Menge zu tun, eigentlich wollte ich schon viel früher was tun, aber nein. Ich bin halt faul. Ja, mein Mann hat sich gestern das Spiel hier gegönnt. Ich habe es übrigens noch gar nicht ausprobiert. Ring Fit. Und er beschwert sich die ganzen Morgen schon, dass er übelsten Muskelkater hat. Nicht, aber ja, Muskelkater. Du sagst die ganze Zeit, das tut dir alles weh. Und dann merkt man mal, wie unsportlich du bist. Ja. Keine Ahnung, kennt ihr das? Wir haben ja die Switch und da gibt es halt dieses... Was ist das, ein Ballerspiel oder was? Nein, ein Sportspiel. Ein Sportspiel, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht probiere ich es später mal aus. Ja, dann steht hier ein Karton. Da ist endlich die Lampe fürs Kinderzimmer oben drin. Ich zeige euch gleich die Lampe, was jetzt hängt. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Das ist unsere Schlafzimmerlampe. Nicht fürs Kinderzimmer, fürs Spielzimmer. Und da hängt ja jetzt gerade die Schlafzimmerlampe noch drin und die gefällt mir nicht. Und dann habe ich eine mega schöne. Ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann. Ah, ich zeige sie euch später aus. Die sieht richtig Prinzessinnen-like aus. Auf jeden Fall richtig was fürs Spielzimmer. Dann steht hier noch ein Scheinpaket, das wahrscheinlich euch auch interessiert, was ich wieder Tolles bestellt habe. Adresse mal schnell weg hier. Weg, Adresse, weg. Ja, richtig voll prall gefüllt. Die Sachen zeige ich euch später auch noch. Ich möchte sie ja selber anprobieren und anschauen. Diesmal habe ich auch was für meinen Mann bestellt. Da kann mein Mann dann mal Modenschau machen, gell? Da freut er sich wie Schnitzel schon. Ja, so siehst du aus, wie auf dem Laufsteg musst du das machen. Der Ofen ist an und ich rede schon wieder sehr, 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 sehr schnell. Ja, Schatz, beginnen wir jetzt mit dem Lampenaufbau, ja? Oder musst du dich noch aufwärmen? Ich muss bis um 1:30 hier sitzen. Ah, okay. Also ich muss ihn jetzt davon noch überzeugen, dass er mir jetzt die Lampe gleich hinmacht, weil das will ich auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Und danach auf jeden Fall Shein. Shein heißt das, glaube ich. Ich sage immer Shein, aber ich glaube, es heißt Shein. Ich liebe es ja auch, das Kleid, was ich jetzt hier gerade anhabe. Also ich sage ja, ich habe einen neuen Favoriten gefunden bei Shein. Was weiß ich. Auch dieses Kleid ist von Shein. Eins meiner Lieblingskleider übrigens, habe ich euch auf Instagram auch gerade gesagt, dass ich dieses Kleid einfach, das sieht man hier gar nicht, aber mein Mann hält ja nie die Kamera und hilft mir ja nie. Ja, ich liebe dieses Kleid einfach. Also, ich liebe diese... Ich sag nichts dazu. Ich liebe einfach, weil Shein wahnsinnig günstig ist und verdammt schöne Sachen hat. Ja. So, ich überzeuge jetzt meinen Mann davon, dass er sein Werkzeug holt und im Spielzimmer. Ich zeige euch erstmal, wie im Spielzimmer die Lampe aussieht. Also Spielzimmer kennt ihr ja schon. Das ist das Spielzimmer. Und tada, das ist die Lampe, ja, wo gerade hängt. Also ich mache sie mal aus, dann kann ich sie euch näher zeigen. So sieht sie jetzt aus. Es ist halt eine, ich finde halt, es passt irgendwie nicht ins Spielzimmer. Und die, was ich jetzt bestellt habe, ich glaube, die passt viel besser. Also ich hoffe, die hat auch voll viele Funktionen. Ich muss dann mal nachlesen, was die für Funktionen hat. Auf jeden Fall, ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die besser aussieht, ja, als die hier. Ja, ah, was ich euch auch noch gar nicht gezeigt habe, schaut mal die zwei Stühle an. Davor stand ja immer ein Schreibtischstuhl. Also ich weiß ja nicht, wer mir auf Instagram verfolgt, der hat es ja schon mitbekommen, dass ich bei eBay Kleinanzeigen mal wieder mega Schnäppchen gemacht habe. Und zwar habe ich 4 von solchen Stühlen geholt. Sie sind in einem super Zustand. Und Leute, die waren zum Verschenken. Da bin ich gleich losgedüst und habe die natürlich abgeholt. Und finde das viel schöner als Schreibtischstühle jetzt, ja. Gefällt mir viel besser als, also ich habe ja keinen zweiten Schreibtischstuhl gefunden. Und ja, und dann habe ich die Stühle gesehen und dachte mir, wow, 4 Stück waren es übrigens. 2 davon stehen noch im Keller, weil wir haben eigentlich immer einen Stuhlmangel, wenn Besuch kommt oder so. Und jetzt haben wir
zwei perfekt für den Schreibtisch und zwei im Keller stehen, wenn wir dann endlich mal wieder Besuch empfangen dürfen. Ja, irgendwann im Jahr 2025 dürfen wir ja wohl wieder Besuch empfangen, ja. Und ja, perfekt, ich habe mich so gefreut und das kostenlos. Es ist, Leute, eBay-Kleinanzeigen, ich feiere eBay-Kleinanzeigen einfach so argmäßig. Auch der Schreibtisch, der war auch kostenlos von eBay-Kleinanzeigen. Den habe ich ein bisschen weiter weg zwar abgeholt, aber hey Leute, das passt doch perfekt für Spielzimmer. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner eBay-Kleinanzeigen-Suchti, also voll. Was habe ich noch von eBay-Kleinanzeigen? Ach, das Regal habe ich damals, aber gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Auch das, aber nicht kostenlos, sondern ich glaube, lass es 50 Euro gekostet haben. Ich glaube, neu kostet es viel mehr. Auch eBay-Kleinanzeigen. Also da könnt ihr so viel tolle Sachen rausholen, aber auch verkaufe ich oder verschenke ich selber oft da Sachen, die ich halt dann nicht mehr brauche. Also ich kann euch diese Plattform total empfehlen. Übrigens ist das, ich werde jetzt nicht von eBay-Kleinanzeigen bezahlt oder so, sondern ich feiere das einfach selber wahnsinnig, ne? Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Kinderzimmer sind super aufgeräumt, fällt mir gerade auf, weil Kinder ja nicht da sind. Ja, da auch, oder? Sind da auch die Betten gemacht? Wee! Aber da liegt irgendein kleines Zeug da rum. Ja, ich gehe jetzt runter, meinen Mann davon überzeugen, dass wir die Lampe hinbauen. Er. Eine Sache habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt. Was hast du denn? Ist der immer schreckhaft. Dieser wunderschöne Schlitten, auch das habt ihr bestimmt mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram verfolgt. Also ich, Leute, Schnäppchen teile ich immer sofort auf Instagram mit euch, weil da bin ich halt einfach sofort da. Der Schlitten, ach, ich habe den schon immer, ich fand den schon immer so schön, war mir aber zu geizig, bei uns im Möbelhaus gibt es den auch und ich glaube, der kostet 12,99 oder so. Und ich war mir einfach zu geizig, für diesen Schlitten da Geld auszugeben, weil im Endeffekt ist der ja nur aus Holz. Aber NKD hat radikal reduziert und dann hat der Schlitten nur noch 1,99 gekostet und dann musste ich ihn einfach mitnehmen. Ich finde den so süß. Also ihr auch? Ich weiß nicht, ich feiere den Schlitten voll. Ja, jetzt steht er da unter dem Baum, aber ich finde sehr, sehr, sehr schön. Und für 1,99, für das, dass ich den schon ewig geliebt äugelt habe, musste ich ihn einfach mitnehmen. So, mein Mann ist schon mal dabei, die Lampe auszupacken. Übrigens, weil bestimmt wieder ganz viele fragen, woher die Lampe ist und wie und was und wo, verlinke ich euch den Link mal. Es ist ein Amazon-Link unten in der Infobox. Lauter Kristalle, ich sag doch euch, ich habe da schon ladylike für meine Prinzessinnen eine Prinzessinnenlampe ausgesucht. Aber die kleben fest manche, ja, oder? Ja, aber die am Rand nicht. Ach so, die am Rand gehören nicht festgeklebt. Da bin ich ja mal gespannt. Übrigens ist die Lampe auch dimmbar. Das sind die LED-Dinger oder wie auch immer. Oh, Kristalle. Leute, sagt mal, das ist doch mädchenhaft, oder? Also ich habe da schon was Gutes hoffentlich ausgesucht. Mein Mann kriegt schon wieder fast die Krise, weil er sagt, er hasst Lampen zu installieren. Weil wir haben so eine übelste, heftige Betondecke. Ja, sieht ja voll, wenn ich die Kamera da hochhalte. Aber ja, anscheinend ist es da sehr schwierig, da Löcher reinzubohren. Ui, echte Kristalle. Nein, natürlich nicht. Aber sieht trotzdem schön aus. Ui, ich bin so gespannt auf die Lampe. Aber sie sieht schon mal sehr, 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 sehr gut aus. Wie gesagt, Link in der Infobox und ich kann ja mal fragen, ob ich sogar noch einen Rabattcode für euch kriege. Wenn ich noch einen Rabattcode für euch bekomme, dann verlinke ich euch den auf jeden Fall auch noch unten in der Infobox. Man kann ja immer mal nett fragen für seine Community, ne? Ihr wisst Bescheid. So, verkaufe ich auf eBay Kleinanzeigen. Er hat sie, was soll man mit dem Scheiß machen? Mein Gott, mein Mann. So, abgeschraubt hat er sie. Bereit, Werkzeug auch schon. Ich, seht ihr ja, so kommandiere ich. Nein, Spaß. Aber ich kann ja eh nicht viel helfen. Also von dem her kann ich hier beruhigt auf dem Sofa zuschauen, was der gnädige Mann da so treibt, ne? Das, was du nicht machst. Das schaffst du schon. Das machst du sehr, sehr, sehr gut. Aber bitte keinen Stromschlag kriegen oder so. Wo ist dein Fadenprüfer? Ah, doch. Mein Fadenprüfer? Wie heißt das? Phasenprüfer. Phasenprüfer, sag ich doch. Hast du nicht verstanden, oder? Dass mir wieder der gescheit zugehört. So, er hat sich gerade übelst gequält. Ich wollte die Kamera noch nicht anmachen, weil es mega laut war. Mit den Löcherbohren, weil wie gesagt, unsere Decke da echt mega mistmäßig ist. Und jetzt versucht er sie anzuschließen. Ui, schaut mal. Sie hängt schon fast. Ich weiß nicht, aber das ist... Ach, du hast doch keine Ahnung, Schatz. Das ist so richtig Prinzessinnen. So richtig. Ah ja. Aua. Wie gesagt, ich verlinke sie euch unten in der Infobox, weil es bestimmt wieder ganz viele Fragen werden, wo ich diese schöne Kristalllampe habe. Naja, vielleicht gefällt ja vielen von euch die Lampe gar nicht. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr gut.
So, Lampe hängt. Und was voll cool ist, so ist ganz hell. Wenn ich sie jetzt wieder ausmache und dann nochmal anmache, dann ist sie, na, das sieht man jetzt in der Kamera nicht. Dann ist sie nicht so hell. Also je nachdem, wie man den Schalter macht, kann man das da regulieren. Also wenn man dreimal draufklickt, wird es halt dunkler. Und mein Mann präsentiert das jetzt euch nochmal. Way dunkler. Und man kann sie heller machen. Auch hier die Farbe. Oh, ganz hell. Gelb. Und die Farben gelb-weiß kann man ändern. Ja, voll gelb machen, also warmes Licht. Warmes Licht. So extrem warm. Sieht man das auf der Kamera? Ja, sieht man sehr gut. Oder halt das helle ist halt auch voll krass. Das ist ganz weiße. Ganz weißes Licht. Sehr cool. Ja, also man kann da richtig verschiedene dimmbare Sachen machen. Finde ich halt cool, gerade für Schlafen gehen, weil die schlafen ja öfters mal hier. Das ist dann die Fernbedienung dazu, zeig mal schnell. Genau, richtig cool. Ja, so Nachtmodus schon. Nachtmodus. Ah, Nachtmodus, schaut's mal, dann ist es ganz, ganz duster. Ja, und die Kinder schlafen ja hier am Wochenende öfters mal. Oh, das ist, ich mag meine Lampe. Wie gesagt, ich habe sie euch in der Infobox verlinkt, das habe ich euch jetzt 1 Million Mal schon gesagt. Weil ich weiß, es fragen wieder ganz viele und das, hilft mir. Ah, sieht mich nicht. Dunkel. Ja. Jetzt will ich mein Schein-Paket auspacken. Ja. Ich lege jetzt mal los. So, jetzt gibt es ein Schein-Horn. Und zwar, wir fangen an. Mit, das sind natürlich immer, also wer noch nicht Schein kennt, der muss auf jeden Fall bei Schein, Shein, wie heißt es? Shein. Ist deins. Ich weiß nicht, ich will sowas mal zeigen. Weil diesmal, wie ihr schon gehört habt, hat mein Mann auch sich was bestellt. Und das will er natürlich euch auch vorführen. Ich weiß nicht, was das ist. Ist vielleicht gar nicht deins? Das ist ein Kleid. Es sieht eher nach meiner Sache aus. Trottel nimmt mir meine Sache weg. Oh, ist das schön. Ja, achso, wer da noch nicht bestellt hat, schaut da unbedingt mal drauf. Das ist genau meins, weil es halt mega günstig ist und mega, mega schöne Sachen sind. Und übrigens habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Entweder blende ich ihn hier euch ein oder er ist unten in der Infobox verlinkt. Damit spart ihr 25% oder 20%. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Oder ich weiß gar nicht. Ich schreibe euch das alles genau in die Infobox, weil ich schon wieder gar nicht gescheit weiß. Ich und E-Mail lesen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall spart ihr dann noch mit zusätzlich mit dem Rabattcode. Also auf jeden Fall den mitnehmen, weil sparen ist gut. Und außerdem ist sowieso alles sehr günstig bei Shein. Mein Gott, den Namen aussprechen ist auch nicht meins. Ja. Und ihr wisst, ich bestelle da wahnsinnig gern und bin bis jetzt immer voll zufrieden gewesen. Also ich gucke halt auch immer, was ganz wichtig ist, die Bewertungen zu lesen, ne? Und die Rezensionen und die Passgenauigkeit. Das sieht ja geil und aus. Oh mein Mann, packt gerade alles aus. Schatz, ich möchte das in der Kamera zeigen. Ich pack zeigen. Es wieder ein. Ich muss schön, ja noch pack gucken. Es wieder. Der packt einfach alles aus. Zieh das da mal an. Ja. Jetzt, nein, ich ziehe erstmal das an. Der macht mich irre, der Typ. Der Typ. Der Typ. Ich ziehe jetzt erstmal das für euch an. Das schaut doch voll schön aus. Also ihr wisst ja, ne, ich habe ja auch, das ist, Kamera steht da, mein Stativ, hier, alles steht hier rum. Das Kleid, was ich jetzt zum Beispiel gerade anhabe, ist auch von Shein. Und das habe ich beim letzten Mal schon bestellt. Ja, Shein kenne ich jetzt seit ungefähr 2-3 Monaten und ich habe so eine leichte Sucht danach. Weil es halt günstig ist, Leute. Ja, egal. Ich probiere es jetzt an. Ich rede Ewigkeiten hier. Ich habe das erste Teil jetzt an. Ich zeige es euch mal. Mir steht wieder alles im Weg, ist ja klar. Hier, alles mal auf die Seite stellen. Ich glaube, ich brauche da definitiv einen Gürtel dazu. Den ich ja nicht mehr besitze, der ja weg. Ja, erinnere mich daran, ja. Weil wenn der ein bisschen enger ist, wenn das ganz so schlapp... Es wird ein Haul hier. Wenn das ganz so schlapprig ist, dann finde ich, dann steht es mir nicht und das ist sehr breit geschnitten. Aber es ist so ein Sweatshirt-Stoff, also so wie diese Hoodie-Stoffe und fühlt sich eigentlich richtig gut an. Farbe gefällt mir auch. Doch. Das ist das erste Teil. Jetzt habe ich ein voll schönes. Schaut mal, das ist so ein blaues Kleid. Ich weiß nicht, ich stehe auch total auf die Farbe Blau momentan. Es ist eng geschnitten. Ich finde immer so fast ein bisschen, stehen mir die engen Kleider fast besser, wie wenn die so breit geschnitten sind. Aber trotzdem gefällt mir das immer so wahnsinnig gut. Und das hat hier so ein richtig schönes Strickmuster, also sehr schön für die Winterzeit vor allem. Und ja, ich bin voll der Kleiderfan geworden. Mein Mann hat auch gerade gemeint, früher hast du nie Kleider getragen. Aber Kleider sind schön, gell? Oh, ja. Der ist gerade. ja. Das gefällt mir. Übrigens verlinke ich euch auch mal alle, weil danach immer fragen, ja, wo genau finde ich das und sowas. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox, ihr Lieben. Dann findet ihr das auch alles schnell.
was ich da heute nicht alles verlinken möchte, aber das ist schön, das gefällt mir. Ja, the next one kommt. So, the next one ist ein bisschen freizügiger und ich habe auch nicht das richtige Oberteil dafür an, ne? Weil man sieht hier lauter Spitze. Aber ich finde es trotzdem voll cool, es ist auch wieder eng geschnitten und ich finde halt einfach mal, das ist ein bisschen was anderes. Und das ist nicht so zu, sondern, ach, ihr wisst Bescheid, oder? Und das ist das genau das gleiche, was ich ganz am Anfang anhatte. Das Blaue, was einer meiner Lieblingskleider ist. Und das ist jetzt in so einem, ja, ich weiß gar nicht, in so einem Olivgrauton. Das geht so in beide Richtungen. Ja, ich finde den Schnitt halt einfach Hammer. Und ich weiß nicht, bei mir ist es immer so, wenn mir was gefällt, also wenn mir wirklich was gefällt, dann brauche ich das in allen Farben, die es nur gibt. Weil es mir halt gefällt, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ist es bei euch auch so? Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, aber... Ja, ich liebe diesen Schnitt einfach. Ich finde halt auch, der steht mir wahnsinnig gut. Weiß nicht, findet ihr nicht auch? Ach ja, weiter geht's. Ich sehe schon total zerstruppelt wahrscheinlich aus. Jetzt habe ich wieder ein schwarzes Kleid. Ihr wisst, schwarz ist meine absolute Lieblingsfarbe bei Klamotten. Habe ich irgendwie nur Kleider bestellt? Ich finde halt Kleider momentan einfach voll schön. Ich weiß nicht warum. Naja, ihr müsst halt einfach nur so eine dicke Herbststrumpfhose, Winterstrumpfhose, eine Thermostrumpfhose, so heißt es, anziehen. Und dann könnt ihr jedes Kleid auch anziehen, ne? Ja, und das finde ich sehr schön, weil das ein bisschen anders ist. Schaut ihr, da ist es so ein bisschen durchsichtig. Mein Mann hat gerade gesagt, da werde ich ja frieren. Ah, der hat doch gar keine Ahnung von Mode. Da ist eine Jacke drüber, dann friert man doch nicht. Finde ich auch sehr schön. Es ist sehr eng geschnitten. Wie gesagt, es ist ja immer das, was ich sehr mag. Oder dieser eine Schnitt, wo dann so eng ist und dann so piu macht, ne? Ja, finde ich auch schön. Gefällt mir. Ach, ich bin voll glücklich über meine Bestellung heute. Ihr denkt bestimmt, ich habe sie nicht mal alle an der Waffel, ne? Leute, das ist richtig anstrengend hier. Ach, ich muss immer gucken, was ich da anhab. Übrigens, Wolle, habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt, da hatte ich ja so ein bisschen Angst, weil das eben so günstig ist, dass die Wolle kratzt oder so. Absolut gar nicht. Ich habe auch schon mehrere Teile jetzt von Shein gewaschen und mir ist keins kaputt gegangen. Ich kann mich nicht beschweren, weil da ja die Meinungen so unterschiedlich sind. Aber wie gesagt, achtet halt einfach drauf, was ihr bestellt. Da steht ja alles dran, wie was ist. So, dazu brauche ich natürlich auch wieder einen Gürtel, den ich nicht besitze, weil sonst ist das hier mir einfach zu breit. Ich finde, wenn ich das so lasse, dann steht es mir halt einfach nicht. Dann sieht es so sackig aus, aber mit einem schönen Gürtel, den ich gerade nicht besitze. Wobei, ich habe ja wieder einen, gell? Du willst auch nicht besitzen, ne? Na, egal. Dann sieht das Ganze viel besser aus, aber ja, gefällt mir auch gut. Ist halt sehr kuschelig, hat so ein Zopfmuster. Ja, ich finde es schön. Ich mag solche Rollis sowieso im Winter. Und was ich überhaupt nicht mag, wenn diese Rollis, ich weiß nicht, kennt ihr das Problem, wenn die zu eng sind, wenn die so sind. Erstens kriege ich fast keine Luft und denke jeden Moment, ich ersticke. Aber wenn die so schön locker sind, mag ich sie total gern. Ja, ich finde das schön. Ja, wie gesagt, ein Gürtel. Vielleicht hole ich mir mal einen Gürtel, damit man sich das besser vorstellen kann. So, ich habe den weiten Weg gerade auf mich genommen, damit ich euch das zeigen will, was ich immer meine. Schaut, so ein Gürtel, auch wenn ihr mal zu breite Sachen habt, macht da einfach so einen Gürtel drum, so einen Taillengürtel. Und schon schaut das nicht mehr so bäm aus, so breit, sondern macht einfach so ein bisschen mehr schickere Figur. Ich war gerade oben im Dachboden. Für euch einen Gürtel besorgen. Ich muss so lachen, weil den Marathon ich hier mich umziehe. Und erkennt ihr es? Erkennt ihr es? Es ist schwarz, die Form wie von meinem blauen und wie von dem olivgrünen. Ja, jetzt habe ich es auch noch in schwarz. Jetzt habe ich es in olivgrün, schwarz, rostbraun habe ich oben. Ja, und jetzt bin ich ganz begeistert. Ich liebe dieses Kleid einfach. Was soll ich sagen? Deswegen merkt man doch, dass ich es dann liebe, oder? Deswegen brauche ich es in jeder Variante, jeder Farbe. Ich weiß, ich muss mal gucken. Vor allem bei Shein ist es so, da kommen immer wieder neue Farben dazu. Also, ja, gefährlich für mich hier. Ich finde es schön. So, ich habe meinem Mann auch mal die Tüte gegeben. Der muss jetzt auch Modeschau für euch machen. Was ist das? Das ist nochmal was für mich. Ich probiere es an. Es ist wieder ein Kleid. Ich kann es euch einfach mal so zeigen. Sieht auch sehr schön aus. Ach so, rum ist richtig rum. Tada! Ich ziehe es euch an. So, ich habe das nächste Teil an, was ich euch gerade gezeigt habe. Die Farbe gefällt mir ja unglaublich gut. Ich glaube, die steht mir auch. Oder findet ihr, dass sie mir steht oder nicht? Mein Mann hat übrigens gerade schon das erste Teil anprobiert. Leider ist es ihm zu klein. Also wenn ihr für eure Männer da mitbestellt... Das ist der Hoodie hier gewesen. Dann auf jeden Fall eine bis Nummer größer. Das haben wir jetzt in M bestellt. Und bei H&M und sowas trägt er eigentlich immer M. Aber
gut, wissen wir fürs nächste Mal, der ist ihm leider zu klein. Und ich dachte mir, der steht mir bestimmt auch ganz gut. Ich probiere den jetzt mal an. Eigentlich wäre der von meinem Mann gewesen, aber ihr wisst ja, ich stehe auch voll auf Hoodies und wenn es mal gemütlich sein muss. Ne? Das Kleid ist auch sehr schön. Habe ich das schon gesagt? Wisst ihr, merkt ihr das, dass ich mich voll freue über die Anziehsache? Ja, Frauen freuen sich immer darüber. Also ich habe jetzt diesen Hoodie von meinem Mann an. Geil, mit einer Strumpfhose, sieht sehr gut aus. Will ich jetzt nicht unbedingt mit einer Strumpfhose kombinieren, aber man sieht schon, es passt mir. Wie soll es denn dann mein Mann passen? Ich meine, der ist zwar nicht der, es war schon sehr figurbetont an meinem Mann, aber mir gefällt er auf jeden Fall. Also ich werde den jetzt auch behalten. Vor allem, wenn euch irgendwas nicht gefällt, könnt ihr das auch bei Shein zurückschicken. Ne? Ihr müsst nicht immer alles behalten. Aber den behalte ich trotzdem, weil ich finde, der steht mir unglaublich gut. Ist eigentlich aus der Männerabteilung, ne? Fällt ja keinem auf, steht ja nicht Mann drauf oder so. Doch, der gefällt mir echt gut. Gut, dass es meinem Mann nicht passt. Er hat übrigens eine Hose schon an. Hoffentlich zeigt er euch die gleich. Doch. Jetzt her. Also, eine sehr schöne Hose, finde ich. Ich finde die voll cool. Dann haben wir hier ein Hoodie. Er will sich ja nicht so viel zeigen. Und ja, genau, lauf mal eine Runde. Sexy. Jetzt ist gut. Okay, wir wollen es ja nicht übertreiben mit ihm. Wie ihr seht, ich habe wieder meine alten Klamotten. Da muss meine schöne Kette. Meine schöne Kette, da fragen auch so viele, woher ich die habe. Diese Kette hier, das fragen so viele. Und Leute, ich kann es euch nicht beantworten. Die Kette habe ich jetzt bestimmt schon und ich liebe sie. Ewigkeiten, und die gab es mal in so einem Krustelladen. Wirklich, die war mega spottbillig und die gab es mal in so einem Krustelladen. Vielleicht lasse 10 Euro gekostet haben oder so. Die vergilbt auch nicht, wie heißt das? Die verrostet auch nicht und da sind halt solche Charmes-Anhänger drin. Ich finde sowas ja so schön. Aber wie gesagt, keine Ahnung, das war auf jeden Fall eindeutig vor der Zeit, wo ich mir gemerkt habe, wo ich irgendwas her habe. Weil mittlerweile weiß ich ja, ihr fragt danach immer. Ja, auf jeden Fall, wenn euch da was gefällt von Shein, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es ist spottbillig, es ist richtig coole Mode und auch Männermode. Wie gesagt, bei Männern vielleicht ein bisschen größer bestellen. Weil jetzt bei meinem Mann, die Hose hat zwar gepasst, die hat gepasst, ist jetzt auch eine M gewesen und der Pulli, T-Shirt wäre eine Nummer größer, vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt gewesen, aber es geht schon, also ihr habt es ja gesehen. Ja, und wie gesagt, Rabattcode und alles unten in der Infobox. Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? So, das haben wir, ich habe heute so eine richtige To-Do-Liste. Ich muss jetzt dann erstmal hier meinen Verhau wieder aufräumen, weil so sieht es nach einem Haul dann auch aus. Ja, wie bei mir immer alles rumsteht, hey, was bin ich denn hier? Ja, ich räume jetzt gleich auf. Ja, Ofen ist auch an. Der Karton von der Lampe sollte auch aufgeräumt werden. Ach, das ist ein Verhau immer bei mir. Und den Karton wollte mein Mann eigentlich vorhin in den Keller tragen. Jetzt flackt er da rum, gell? Jetzt kommt er gleich in Boxershorts rein. Der traut sich nicht rein. Sollen wir warten, bis er reinkommt? Warum? Bist du in Boxershorts? Ach so. Ja, wenn wieder was Interessantes passiert, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Was hast denn du für eine schicke Hose an? Ja. Hast du das T-Shirt an? Das ist jetzt aber Fremdwerbung, was du gerade machst mit der Hose. Fremdwerbung? Wo ist die Hose? Von Primark. Und die ist auch mega cool. Also 18 Euro von Primark. Ich finde die sehr, sehr, sehr schick. Ich mag die Hose voll. Gell? Du magst die auch voll. Für 18 Euro, hey Leute, von Primark. Die kriegt mir echt von einem Gürtel. Das ist gut. Mach okay. Die aber rein. Ihr Lieben, es ist genau 2 Tage später, also am Sonntag habe ich den Vlog für euch begonnen und mittlerweile ist es schon Dienstag. Ihr kennt mich ja und dann flackt die Kamera wieder rum, wobei ich muss auch sagen, ich war die ganze Zeit arbeiten. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch, war ich gerade noch beim Kaufland und beim Action war ich noch. Ab morgen ist ja bei uns alles schattendicht, da ist Lockdown und deswegen war ich jetzt noch beim Action und beim Kaufland noch ein bisschen was holen. Ja, Kaufland werde ich dann wahrscheinlich noch öfters gehen, weil... ja, weil es da halt, weil Lebensmittel offen sind, weil es da, was weiß ich, was ich sagen wollte. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an, was ich alles mitgenommen habe. Ich fange mit Kaufland an, danach zeige ich euch Action noch. Genau, damit es noch irgendwas Interessantes hier in den Vlog kommt. Beim Kaufland kam mit 6 Semmeln, jeweils 14 Cent. Kinderpinguin, also eigentlich bin ich zum Kaufland... Ich will auch nicht raschen. Eigentlich bin ich zum Kaufland, weil ich die ganzen Angebote noch holen wollte, was da gerade so im Angebot ist, genau. Deswegen bin ich zum Kaufland. Übrigens habe ich mir den Kassenzettel gar nicht vorher angeschaut. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob ich die Preise hinkriege, ne? Genau. Diese von Montag bis Mittwoch, die Angebote, die wollte ich noch schnell holen. Obwohl ich morgen auch noch Zeit hätte, aber ich wollte das jetzt. Ich war eh unterwegs, sag komm, das holst du noch mit.
Genau, Kinderpinguin war im Angebot für 1,78. Das habe ich natürlich auch mitgenommen. Ach, da ist die Kaufland-Tüte. Für 68 Cent waren diese Maggi-Terrinen jetzt noch im Angebot. Die wollte ich auch noch unbedingt haben. Die kosten 68 Cent. Die Kinder, Mann, alle sind zu Hause. Deswegen könnte die Hintergeräuschkulisse ein bisschen lauter sein. 68 Cent Spaghetti Bolognese habe ich mitgenommen. Und Hühnernudeltopf. Das sind so die zwei Klassiker, die wo ich eigentlich immer im Vorrat habe, weil wenn es mal schnell gehen muss und die schmecken uns eigentlich eh am besten. Also wir essen die gar nicht so oft, aber wenn, dann schmecken die gut. Könnt ihr mal aufhören die ganze Zeit hier? Ihr geht's von der Seite rum. Ja. Ah, schlau. Warte, dann muss ich aber das so rumstellen. Und ich weiß gar nicht, wie ich sie stellen soll. Also. Und dann geht's weiter. Köln-Müsli, auch im Angebot. Ich kann es euch sagen, 1,76. Ich habe ihn hier auf dem Kastel. Ihr wisst, normalerweise kenne ich die Preise auswendig. Jetzt schaue ich immer kurz vorher auf dem Kastel. Aber ich bin jetzt gerade heimgekommen. In der Arbeit war mega viel los. Ich bin müde und ja, ihr wisst Bescheid. Für 77 Cent habe ich noch Toast einmal mitgenommen. Luana, schau mal, den Toast kannst du gleich aufräumen. Hier, schau mal, ich gebe dir die Sachen gleich. Luana, weißt du, wenn du da hingehst, dann kann ich mein Video nicht weitermachen. Schau mal hier. Ich zeige meine Kinder nicht und dann... Aber genau, wenn ich ein Video drehen will, das wird richtig interessant, dann laufen die mir die ganze Zeit durch die Kamera. Warte, Luana, Schatzi, dich sieht man doch. Da darfst du stehen, Häschen. Oh. Merkt ihr das? Seine Kinder nicht zu zeigen im Internet ist echt anstrengend. Das sage ich euch, Leute. Ringsalami für 2,90 € war die im Angebot. Ich habe mich so, die riecht durch die Verpackung richtig angemacht einfach nur. Die habe ich mitgenommen. Der Kaffee war für 3,98 € im Angebot. Den trinkt ja mein Mann immer super gerne. Und dann habe ich noch die Remoulade mitgenommen. Was kostet die Remoulade? Da habe ich gar nicht auf den Preis geschaut, was die kostet. Remoulade. Remoulade. Wo steht Remoulade? Was? Achso, 96 Cent. Ich dachte schon 1,76. 96 Cent für Remoulade. Die war ja im letzten Wocheneinkauf leider ausverkauft. Müller mit der Ecke, Joghurt war für 26 Cent im Angebot. Da habe ich dann einmal Joghurt mit der Ecke. Diese, ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen. Es ist schon abends, ne? Ihr weiß Bescheid. Aber ich dachte mir, solche Häuser interessiert euch immer. Und das ist jetzt so ein Zwischeneinkauf gewesen. Mit Flex oder so. Flakes. Dann habe ich noch eine interessante Sorte mitgenommen, finde ich. Mit so Waffeldingern. Das wäre, glaube ich, voll was für meinen Mann, weil mein Mann mag diese Waffeldinger so gerne. Wie gesagt, die waren für 26 Cent im Angebot und ihr wisst ja, diesen Joghurt feiern die Mädels. Ob original oder die Fälschung, die mögen das beide gerne. Genau. 16,99 € habe ich im Kaufland ausgegeben. Genau. Dann geht es hier weiter. Ach, dann war ich auch noch, ich war noch wo. Gleich kommt der Action, wartet. Dann war ich nämlich noch im Schuhladen. Meine Tochter hat Hausschuhe, die fallen auseinander und deswegen habe ich ihr Pepper Troll Schuhe geholt. Ja, ich hoffe, die passen. Die steht ein bisschen gerade auf Pepper Troll, dachte mir, das passt ganz gut. Da ist die Sky drauf. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie ihr gefallen werden. Genau. Luana, ich habe Pepper Troll Hausschuhe für dich gekauft. Schau mal, ob die passen. Aber vorsichtig, dass die Etiketten dran sind, damit du schauen kannst, ob die passen, ja? Kannst du mal anprobieren. Sind die toll? Ja, richtiger Fuß. So, jetzt kommt aber Action. Einmal habe ich diese WC-Ente, aber da steht Duck. Ist ja bei Action ganz oft so, dass da so ausländische Dinger draufstehen. Auf jeden Fall, die habe ich mitgenommen für 1,27 € oder so. Auch diesen Kassenzettel habe ich in die Alten geschaut. Noch so ein Malbuch. Mama, passen gut. Passen gut? Zeig's meinem Papa, ob du richtig gut drin bist. Ah, das ist schon abgemacht, gell? Deswegen. Ja, gib mal her. Ups. Da ist die Paw Patrol drauf. Da ist Paw Patrol, die Sky ist da drauf. Ein Malbuch. Ach, wo ist denn der Kassenzettel? Habe ich den da irgendwo reingeschmissen? Ja. Dann kann ich das nicht euch sagen. Ich weiß schon, dass die Preise immer sehr interessant sind. Also 72 Cent. Ja, passen. Ja, dann kannst du den auch noch anprobieren, ob der andere auch noch passt. Dann kannst du den anderen aber anlassen. Dann kannst du mal gucken, ob die beide passen. Malbuch, 72 Cent, habe ich gesagt. Leute, es tut mir leid, aber wenn hier alle zu Hause sind, dann ist es chaotisch. Ihr könnt euch freuen auf die Wochen, auf die Lockdown. Danke, mein Schatz. Ich sperre mich wahrscheinlich ein und mache mit euch ein Video zusammen. Naja, wenn du solche Videos machst, wo themenbezogen sind und keine Halls, wo jetzt so spontan sind, wo du halt schnell einräumen musst, dann ist es ja ein bisschen besser. Dann kann ich mich auch vorbereiten und den Kassenzettel vorlesen. Aber so nicht. Diese Schwämme haben 64 Cent gekostet.
Und dann geht's weiter. Dann habe ich solche Registerkarten. Was kosten die? 60 Cent. Luana, lauf dich jetzt ruhig, Schatzi. Nee, Schatzi, geh mal. Mhm. Gehst du bitte aus der Kamera? Merkt du das? Oh. 60 Cent für so Registerkarten. Und das ist ja eigentlich nur so ein Stressfaktor, weil ich sage, ich zeige die Kinder nicht. Aber ich will halt nicht später, dass sie zu mir sagen, hey, wieso bin ich da zu sehen in deinem Video? Ich wollte nie in der Online-Welt sein. Ne? Das ist nur der eine Gedanke, wo ich da habe. Deswegen möchte ich das nicht mehr. Naja. 99 Cent für Tonpapier zum Basteln, ne? Lockdown-Zeit. Da habe ich einen wunderschönen Kalender. Ich muss mal gucken, wie viel der kostet. 1,29 hat der gekostet. Ich weiß gar nicht, ob man den richtig sieht. Der hat einen richtig, ja, bei dem geilen Licht, was ich hier euch bieten kann, natürlich nicht. Der hat ein richtig, richtig schönes Muster. Und vom Aufbau für 1,29 musste ich den einfach mitnehmen. Und der sieht dann vom Aufbau so aus. Also immer ein Tag und Wochenende kurz. Ja, genau. Und steht alles auf Englisch. Aber ich denke, so weit reicht mein Englisch noch, dass ich Montag, Dienstag... Oh, das habe ich ein bisschen kaputt. Oh, da hinten ist sogar noch so eine Schutzhülle. Schaut's mal. Also sehr cool. Luana, Schatzi, ich kann doch nicht das... Ich bin gleich fertig, Häschen. Dich sieht man, Schatz. Mmh. Wie man einfach nicht mal 5 Minuten hat. Aber Lockdown, er kommt. So. Schatzi, Schatzi, weißt du, man sieht dich. Luana, komm, bleib mal bitte, komm mal bitte her, Luana. Lass mal bitte mal die Mama alleine, mal so ein bisschen noch, Luana. Für... Schatzi, aber weißt du, wenn du schaust, sieht man dich. Und ich mag nicht, dass man dich sieht. Das ist blöd. Gleich zeige ich dir alles. Dann mache ich die Kamera aus und dann zeige ich dir alles in Ruhe, okay? Okay. 97 Cent, es tut mir leid, Leute, 97 Cent für Ordner, aber das ist das reale Leben. Wäre natürlich alles nicht so kompliziert und mich würde sie nicht stören, wenn ich nicht mega viel Arbeit habe mit dem Zensieren. Ja. 97 Cent nochmal in Ordner, weil ich Lockdown habe, Kurzarbeit habe und jede Menge Zeit habe zum Sortieren von meinen Unterlagen. Und ein Klebeband habe ich auch noch mitgenommen, das Klebeband. Ich hätte echt den Verpackung mal lesen sollen, aber ihr seht ja, ich habe vorher einfach keine Zeit, die Verpackung lesen soll, den Kassenzettel, Leute. Der chaotischste Haul ever, ich sag's euch, der chaotischste Haul ever. Und reden kann ich auch nicht mehr, aber ich bin auch einfach müde vom Arbeiten. 65 Cent für Klebeband. Ja, ausgegeben habe ich im Action 8,02 €, gar nicht mal so viel. Ja. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen, ich hoffe, es war euch nicht zu chaotisch. Und ja, das Leben halt mit Kindern. Jetzt zeige ich meiner Kleinen erstmal ganz in Ruhe alles, damit sie auch schauen kann. Das ist ja auch klar. Die will halt auch wissen, was ich gekauft habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.